Eine Frage, wir duzen uns jetzt gerade. Sollen wir uns im Video auch duzen? Ja. Ja, finde ich auch besser. Okay, super. Mein Name ist Bastian Lomschee, ich bin Dramaturg hier am Schauspielhaus. Bastian, warum machst du Theater? Also ich kann erzählen, wie ich zum Theater gekommen bin. Das war nämlich eigentlich ein Versehen. Ich hab bei einer Freundin, die auch an der Theaterakademie Regie studiert hat, Musik gemacht bei einer Theaterproduktion. Also wurde da als Musiker irgendwie eingekauft. Und das hat so viel Spaß gemacht und war irgendwie so gut, dass ich beim nächsten Studienprojekt von ihr als Dramaturg mitgewirkt habe. Und so kam das. Darüber habe ich einen Dramaturgen vom Schauspielhaus kennengelernt und so bin ich hier gelandet. Und jetzt, warum ich Theater mache, hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich was erzählen möchte oder was beitragen möchte zu einer Erzählung. Und da gibt es verschiedene Kanäle und verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und Theater ist einer davon, mit spannenden Möglichkeiten, das zu tun. Und das ist, glaube ich, das, warum ich Theater mache. Was glaubst du, woran das liegt, dass immer weniger Menschen ins Theater gehen? Ich weiß nicht, ob wirklich immer weniger Menschen ins Theater gehen. Und wenn dem so ist, dann weiß ich die Gründe dafür nicht. Man müsste sich das genau angucken. Ich glaube, es hat nur geringfügig was damit zu tun, dass Theater uninteressanter ist, als es vor 30 Jahren war. Das glaube ich nicht. Ich glaube, zum einen gibt es einfach mehr andere Angebote, was man abends mit seiner Freizeit anfangen kann. Dann glaube ich auch, dass sich Gesellschaft generell verändert. Wie sind Leute überhaupt mit Theater sozialisiert? Wen interessiert Theater? Ich glaube, es gibt einfach große Gruppen, die keinerlei Bezug zum Theater haben, was auch völlig in Ordnung ist, die aber auch einfach dann nicht in die Theater gehen. Dann wird viel mehr produziert, wie ich gehört habe gerade. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch, müsste man sich auch angucken, vielleicht gibt es insgesamt weniger Theater, als es noch gab. Man müsste sich auch die Städte angucken, zum Beispiel, und die unterschiedlichen Regionen. In manchen Regionen, glaube ich, gehen immer mehr Leute ins Theater. In anderen Regionen ziehen so viele Leute weg, dass sich die Theater nicht mehr wirklich lohnen. Welche Funktion übernimmt denn dein Theater in der Stadt? Also die Funktion, die ein Theater in der Stadt übernimmt, ist erstmal Theater zu machen. Das klingt ganz banal, das ist aber die Hauptaufgabe. Dafür bekommt man von der Stadt oder vom Land, je nachdem, was man für ein Theater ist, bekommt man Geld zur Verfügung gestellt. Und es ist auch gar nicht so, ohne dass das der Hauptauftrag ist, zumindest in meinen Augen. Was dort auf der Bühne stattfindet, ist das, was man letztendlich der Stadt anbietet oder zurückgibt oder wie auch immer man das nennen will. Und natürlich hört man irgendwie in diese Stadt rein, also wir jetzt als Dramaturgen. Wenn wir Spielpläne erstellen oder wenn wir uns überlegen, was sind die Themen, über die wir Theater machen wollen, dann hört man natürlich in so eine Stadt oder in so eine Gesellschaft rein, und versucht, das natürlich aufzunehmen und diese Themen, die man da irgendwie hört, auch zu behandeln auf der Bühne. Man versucht aber auch Themen zu setzen. Das gelingt einem ganz selten, aber manchmal schafft das Theater ein Thema, das vielleicht noch gar nicht so präsent ist in der kollektiven Wahrnehmung, erstmal so auf so ein Tableau zu heben, worüber dann gesprochen wird. Manchmal gelingt es auch nicht, manchmal versanden Themen auch, das ist alles drin, so. Aber wie gesagt, die Hauptaufgabe ist es, dort unten Theater zu machen und Kunst zu machen. Wenn das dann noch viele Leute gucken, dann ist das sehr schön und ist natürlich auch das Ziel, das wir haben, aber es ist nicht das einzige ausschlaggebende Kriterium. Sonst würden wir Liederabende und Musicals machen, weil damit ist das Haus voll. Das machen wir auch im Übrigen, aber daneben kann auch Platz sein für Produktionen, die vielleicht sehr viel weniger Leute interessieren, die aber auf irgendeine Art und Weise künstlerisch, ästhetisch, inhaltlich, wie auch immer, einen besonderen Wert haben. Daneben gibt es natürlich immer noch diese Institution Theater als, ich sag mal, als Ort in der Stadt. Die hat natürlich nochmal eine ganz andere Funktion in der Stadt. Also die bietet zum einen zum Beispiel Räume oder kann Räume zur Verfügung stellen. Die ist in der Lage, Themen, die sie interessant findet oder die eine Leitung interessant findet oder wichtig für eine Stadt, Themen eine Spielfläche zu geben, eine Bühne zu geben, kann Diskursveranstaltungen hier machen. Man kann theoretisch was an diese Fassade von diesem
Haus hängen und damit ein Statement quasi vom Haus abgeben zu einem Thema. Man kann sich solidarisch zeigen mit bestimmten Bewegungen zum Beispiel. Man kann Geflüchtete aufnehmen, die dort schlafen. Das sage ich jetzt als Beispiel, weil das hier ja zum Beispiel passiert ist im Schauspielhaus, dass über Monate 2015 Leute, die am Hauptbahnhof angekommen sind und da gestrandet sind, dort schlafen konnten. So. All das kann die Institution Theater natürlich auch machen. Sie kann sich auch politisch positionieren. Das macht, wenn man so will, das Haus an sich, aber die Hauptaufgabe ist das, was auf der Bühne passiert. Und welches Publikum wollt ihr ansprechen? Also ich glaube mal, grundsätzlich gibt es kein Publikum, das man nicht ansprechen wollen würde. Also niemand ist ja per se ausgeladen, ins Theater zu gehen. Nun ist es aber trotzdem so, dass es relativ eindeutig ist, welches Publikum man erreicht als Theater. Und ich spreche jetzt nicht von den Ausnahmen, die es immer gibt, also von 16-Jährigen, die aus eigenem Antrieb ins Theater gehen, um sich dort Klassiker anzugucken, oder von Leuten mit Migrationshintergrund, die kaum die Sprache sprechen, die trotzdem im Theater landen, weil sie eine Affinität dazu haben. Diese Beispiele gibt es immer, die helfen uns nur in der Diskussion nicht weiter, welche Leute man anspricht in der Mehrheit. Und da muss man einfach sagen, da sind es am Theater Akademiker zum Großteil. Also es gibt, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es gibt Untersuchungen, dass 65% oder sogar noch mehr der Leute Akademiker sind, die ins Theater gehen. Es gibt noch krassere Zahlen, was das Thema Muttersprachlichkeit angeht. Das sind, glaube ich, 98% der Besucher hier am Haus haben als Muttersprache Deutsch. So. Von den Altersstrukturen her ist es so, dass der Großteil der Leute, die zum ersten Mal ins Theater gehen, 40 Jahre alt oder älter ist. Da muss man jetzt dazu sagen, da ist, glaube ich, das junge Schauspielhaus nicht mit einberechnet, die da wahnsinnig fantastische Arbeit machen, ganz viele junge Leute und ganz viele Schulen früh ins Theater zu bekommen. Weil ich glaube, man kann Theater nur verstehen oder nur lernen, wie man das konsumiert oder rezipiert oder wie auch immer, indem man Theater guckt. Das ist so eine, nicht alles, aber oftmals so eine Blase, in der man sich da bewegt und so voraussetzungsreich, dass es natürlich eine große Hemmschwelle ist, oft da reinzugehen für viele Menschen. Und wie stehst du dazu, dass das Theater weite Teile der Bevölkerung eben nicht zu seinem Publikum zählen kann? Also das stimmt, dass das Theater sehr viele Leute nicht anspricht in der Gesellschaft. Da kann zum einen das Theater was dazu beitragen, das zu ändern. Ich glaube, es ist auch gewünscht, das zu ändern. Man kann natürlich sowas wie Barrieren, die es gibt, und Hemmschwellen, ins Theater zu gehen, kann man ein Stück weit abbauen. Das kann man dadurch erreichen, indem man zum Beispiel Einführungen macht, wie jetzt als Dramaturgen, dass man Leute mehr begleitet, dass man Kinder- und Jugendtheater stärkt, weil das ist, glaube ich, das, wo man am einfachsten und besten sozialisiert wird fürs Theater. Ich glaube aber nicht, dass die Verantwortung dafür nur bei den Theatern liegen kann, sondern das sind gesellschaftliche Phänomene. Es ist nun mal so, dass wir im Theater, ich sag mal, intellektuelle Voraussetzungen haben, die zumindest für die meisten Stücke, die man hier produziert, irgendwie auf einem anderen Level sind als bei Sportereignissen oder von mir als Musical, ohne schlecht über diese beiden Sachen irgendwie denken zu wollen. Aber es ist einfach so, dass wir uns mit Stoffen beschäftigen, und wenn man Theaterstücke liest und wenn man die Romane liest, die oft im Theater dann verarbeitet werden, da ist meistens ein relativ hohes Abstraktionsniveau erforderlich, und die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist eher eine intellektuelle. Das ist so. Das ist nicht bei jedem Stück so, aber das ist auch das, womit sich Theater vielleicht auch irgendwie auszeichnet. Ich bin jetzt nicht ein Freund davon zu sagen, man schraubt jetzt das alles vom Niveau oder vom Anspruch, den das hat, so weit runter, dass es für jeden und jede einfach zu verstehen oder zu konsumieren ist. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, sondern man muss Angebote schaffen, dass man trotzdem mehr Leute mitnimmt. Man muss übertiteln, meiner Meinung nach, mindestens übertiteln, eventuell sogar fremdsprachige
Vorführung anbieten, wenn das möglich ist. Man muss die Publikationen, die man rausgibt und die Einführung und Podcasts von mir aus, die man macht, muss man in mehreren Sprachen machen. Und da rede ich nicht nur über Englisch, Türkisch, ganz, ganz wichtig zum Beispiel, glaube ich, in den allermeisten deutschen Städten mit einer großen türkischen Community. Es gibt Apps mittlerweile, die fast von selbst in ganz viele Sprachen übersetzen. Es geht dabei ja nicht darum, dass das immer alles perfekt ist, so, sondern man muss sich da einfach hinentwickeln, dass das immer besser wird, was man da tut. Und da müssen die Theater auf jeden Fall, glaube ich, nachziehen. Das ist wichtig, das zu tun, um mehr Leute ins Theater zu bringen als eine trotzdem relativ elitäre Schicht. Und ganz, ganz wichtig, Eintrittspreise senken. Natürlich, es ist einfach zu teuer. Theater ist einfach zu teuer. Das haben wir tatsächlich, wurde uns auch oft entgegnet bei den Straßenbefragungen. Ja. Also es ist eine, das ist wiederum auch eine, nicht eine Entscheidung der Theater, sondern es ist eine politische Entscheidung. Zum Beispiel hat der Bundesrechnungshof, ich weiß nicht, vor 2 Jahren, glaube ich, in Hamburg bemängelt, dass zu viele Theaterkarten ermäßigt rausgegeben werden. Also es werden, ich glaube, da müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, 50% der Theaterkarten, die wir als Schauspielhaus rausgeben, sind nicht der Normalpreis. Also es gibt da viele Angebote für Studierende, Arbeitslose und Rentner kriegen besondere Angebote. Es gibt immer mal wieder Aktionen, die da gemacht werden, wo Karten verlost werden und so. Es gibt, die Theater machen da sehr viel. Trotzdem kostet eine Karte im Schnitt, müsste ich jetzt lügen, ich habe die Zahlen gar nicht im Kopf, aber wahrscheinlich 50 Euro, 40 Euro. Und das gönnt man sich vielleicht 2-3 Mal im Jahr, wenn man sehr theateraffin ist. Aber wenn man das nicht ist, dann geht man da nicht mal hin, um sich das anzugucken. Das ist zu viel Geld. Eine andere Sache, die bei unseren Passantenbefragungen irgendwie oft uns entgegnet wurde, war, dass sich viele Leute halt, wie du schon ein bisschen angedeutet hast, überfordert fühlen von den Stücken und glauben, dass sie erst ein Reklamheft lesen müssen, um da überhaupt darauf vorbereitet zu sein und dahin gehen zu können. Und das ist natürlich ein Motivationshemmer. Denkst du, Theater kann oder muss mehr Spaß machen? Also ich glaube, dass das die Frage, ob Theater mehr Spaß machen muss, hat erstmal, glaube ich, gar nichts zu tun mit der Frage, wie anspruchsvoll Theater ist. Weil ich glaube, auch Komödien oder Stücke, die Humor haben, können anspruchsvoll sein. Wobei das auch für jeden, das muss man immer ein bisschen definieren, was unter anspruchsvoll zu verstehen ist. Wenn man sagt, ich möchte da reingehen und möchte alles verstehen, so wie ich einen Fernsehfilm vielleicht gucke und möchte am Schluss irgendwie mit einer schönen Botschaft rausgehen oder so, dann muss man sagen, das kommt im Theater wirklich eher selten vor, sondern das Theater stellt schon mehr Fragen, als es beantwortet, glaube ich. Zumindest im besten Fall tut's das. Und sicherlich versteht man auch viele Sachen im Theater nicht. Ich glaube nur, wenn Leute, die vielleicht nicht so viel Theater gucken oder nicht so sozialisiert sind mit Theater gucken oder vielleicht generell mit sowas wie gehe ich mit Kunst um, nicht so viel Berührungspunkte haben, so, dann glaube ich, sind die sehr schnell verunsichert, wenn sie was nicht verstehen, wenn sie das Gefühl haben, sie kommen irgendwo nicht mit, wenn sie nicht gleich kapieren, wer ist wer da auf der Bühne, was haben die für ein Verhältnis zueinander. Und das schreckt dann, glaube ich, teilweise ab oder man fühlt sich dann selber vielleicht sogar irgendwie zu dumm oder irgendwie nicht bewandert genug. Daher kommt vielleicht das, dass man denkt, man müsste ein Reklamheft vorher lesen. Ich glaube, das ist eine das ist ganz schade, wenn das passiert, weil es nicht darum geht, dass man alles immer verstehen muss, sondern wenn man da gelassener rangehen kann und kann sagen, ich guck da drauf und guck, was verstehe ich denn und was tut das mit mir und manchmal träumt man einfach weg im Theater von dem, was einem da, man schnappt irgendwas auf und kommt dann auf einen ganz eigenen Film und denkt den weiter so. Das ist alles das, was ja eigentlich passieren soll, was Kunst machen soll. Und nicht, dass ich habe am Schluss alles verstanden und könnte jetzt, kann jetzt den Test schreiben, den es dazu gibt. Das wiederum ist Aufgabe von den Theatern, so eine Kunstvermittlung zu machen, so einen Mut auch den Leuten irgendwie zu geben, so an Theater ranzugehen. Das bedeutet aber nicht, dass Theater nicht oftmals wahnsinnig voraussetzungsreich ist und auch abschreckend dadurch, weil man natürlich macht es nicht wahnsinnig viel Spaß,
sich über mehrere Stunden was anzugucken, was man nicht versteht und wo man das Gefühl hat, das zieht einen zum Beispiel nur runter, weil es so deprimierend ist oder so düster. Da verstehe ich dann, wenn die Leute irgendwie sagen, sie haben mehr oder es ist nicht lustig genug zum Beispiel. Es macht nicht genug Spaß. Aber ich glaube, die meisten Theater haben auch von ihren Spielplänen her immer alles im Repertoire. Also von Komödien über skurrile Sachen, über sehr vielleicht auch deprimierende oder nachdenklich machende Sachen, traurige Sachen so. Das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe, die man als Theater hat, so einen Spielplan zu erstellen. Okay, und noch eine Vorstellung von Theater, der wir total viel begegnet sind, ist die von so langweiligen statischen Klassikern in so langweiligen statischen Kulissen, total verstaubt, altmodische Kostüme, so und quasi ein schlechterer Film, Historienfilm. So, wie kann man mit diesem Klischee aufräumen? Weil ist ja nicht so. Also wo dieses Klischee herkommt, dass da langweilige Klassiker in historischen Kostümen nachgespielt werden, das weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen hätte. Also nicht in Deutschland. Man kann nach London reisen und kann sich dort Shakespeare angucken mit historischen Kostümen und in dieser Art und Weise, wie, glaube ich, was die Leute dem Theater vorwerfen, über die wir gerade sprechen. Aber das gibt's eigentlich nicht mehr in den Theatern. Ich weiß nicht, wann ich es gesehen habe. Ich glaube, es sind Leute, die einfach ganz, ganz lang nicht mehr im Theater waren oder einfach irgendwie eine Vorstellung von Theater haben. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es gibt's ja nicht. Also es läuft hier so viel Shakespeare und ach, überhaupt so viel Klassiker und ich glaube, nicht eine Inszenierung erfüllt diese Klischees von historische Kostüme und Burgen als Bühnenbild und langweiligen steht da jemand mit dem Totenkopf und macht Hamlet, sondern ist immer gebrochen und immer der Versuch, irgendwie auch einen aktuellen Zugriff darauf zu bekommen und den Stoff von einer besonderen Perspektive aus zu durchleuchten. Wie man die Leute da hinkriegt, das zu sehen, ich weiß es nicht. Trailer, Teaser, alles, was Bildmaterial schnell, glaube ich, rausliefert, Fotos in der Stadt, vielleicht hilft das, aber ich glaube nicht, dass Leute, die das behaupten, darauf reagieren würden, auf diese Filmchen. Mhm. Wann hat Theater dich das letzte Mal berührt? Gestern. Gestern hat mich Theater zum letzten Mal berührt. Ich habe gestern hier die Premiere am Haus gesehen von Eine Frau flieht vor einer Nachricht von Dusan Parisek. Und das ist ein ich glaube, 750-Seiten-Roman, ich erzähle ganz kurz die Geschichte, damit man das verstehen kann, über eine Mutter, eine israelische Mutter, deren Sohn im Libanon-Krieg kämpft. Und es ist in Israel so, wenn jemand im Krieg fällt, dann kommen drei Leute und klingeln zu Hause bei dir oder klopfen an die Tür, um diese Nachricht des Todes zu überbringen. Und die kommen so oft, bis sie dich persönlich antreffen. Und die Geschichte dieses Romans ist, dass diese Frau irgendwie ahnt oder weiß, dass ihr Sohn gestorben ist in diesem Krieg und jetzt sagt, ich renne vor dieser Nachricht weg, weil solange ich diese Nachricht nicht zugestellt bekomme, solange lebt mein Sohn irgendwie weiter. Und sie schnappt sich den biologischen Vater des Sohnes, mit dem sie nicht mehr zusammen ist und es ist eine Art, sie gehen wandern, sie verabschieden sich in die Natur und gehen wandern und bereisen verschiedene Stationen und schlittern in verschiedene Geschichten, die wichtig sind für ihr gemeinsames Leben. Und das inszeniert Dusan Parisek mit nur drei Schauspielern, also Ute Hannig, Markus John und Paul Herwig. Und das ist eine fast leere Bühne und mit ganz wenigen Mitteln. Und sie entwickeln das alles aus sich heraus und schlüpfen in alle Figuren und nutzen diese Theatermittel so charmant und so schön und mit so vielen Ideen, ohne dass man jemals das Gefühl hat, da wird mir jetzt so ein Regieeinfall präsentiert oder da wird jetzt der Text verraten oder die Figuren verraten und ist mit so viel Charme gemacht. Und das war ein Moment, der einfach für mich, wo ich mal wieder beseelt aus dem Theater rausgegangen bin und mir gedacht habe, wie toll, was kann dieses Medium, was kann man machen auf so einer Bühne? Angucken, ist wirklich super. Machen wir. Letzte Frage, wird Theater mal wieder in sein? Ich glaube, also entweder war Theater nie in, das ist die eine Möglichkeit, die andere ist, ich glaube gar nicht, dass Theater out ist. Ich habe nicht das Gefühl, also wen nimmt man da als Grundlage, um das zu beurteilen? Wenn man sagt, junge Menschen, dann glaube ich, gehen jetzt deutlich mehr junge Menschen wieder ins Theater, als das
mal war. Ich habe vorhin diese Zahl gesagt, dass die Erstbesucher im Durchschnitt 40 Jahre alt sind. Das heißt aber ja nicht, dass keine jüngeren Leute ins Theater gehen, sondern es gehen sehr viele Jüngere ins Theater. Nur nicht so oft. Und das hat wiederum, glaube ich, was mit dem Geld zu tun, was so eine Eintrittskarte kostet. Ich glaube nicht, dass Theater out ist. Gerade hier in Hamburg kann man es sehen, die sowohl im Thalia-Theater als auch hier im Schauspielhaus und auf Kampnagel sowieso, die nochmal ein jüngeres Publikum anziehen. Da ist, glaube ich, sehr viel Bewegung drin und sehr viel wird sehr viel angenommen, das Angebot, was da gestellt wird. Auch glaube ich nicht, dass es insgesamt irgendwie mehr out ist, als es mal war. Dadurch, dass wir so eine Durchlässigkeit, glaube ich, auch haben zwischen Film und Theater in Deutschland und die ganz viele Schauspieler auch immer wieder auf den Bühnen zu sehen sind und ganz viele Leute die Schauspieler dann zum Beispiel kennen aus dem Fernsehen und deshalb dann in die Theater gehen und so, ist da irgendwie, habe ich nicht das Gefühl, dass das Theater irgendwie abgehängt wäre. Das ist, glaube ich, ein Klischee. Hoffe ich sehr. Ich weiß es nicht zu 100%. Vielen Dank.